Welcome back. Also es ist ja nur bedingt heller geworden. Hier liegt auch Garn und da oben drüber ist eine Schere. Vielleicht können wir auch an den Stangen irgendwie hoch, aber das sieht jetzt nicht so aus, ne? Können wir hier am Ende durchlaufen vielleicht? Oder können wir... Ah, warte mal doch, wir können hier hoch. Aha! Guck mal, da ist ein Loch. Jetzt sehe ich das hier durch. Ich habe das Rohr am Ende nicht gesehen. Was ist das? Oh Gott, will ich wissen, wer hier verpackt ist? Aber guck mal, Leute. Oder ist dieser Typ eine Spinne? Das sieht ja aus wie so ein Kokon, wie Schuhe. Und wie eine Taschenlampe. Also wie jemand, der vielleicht durch das Lüftungssystem gekrabbelt ist. Ist der Typ eine menschliche Spinne? Oh, ist das gruselig? Der Kinder frisst? Ich habe keine Ahnung. Mich. Okay, jetzt hat er uns mit dem Fahrstuhl irgendwo anders hingebracht. War das jetzt richtig? Können wir hier oben noch irgendwas tun? Ja, lass uns mal aus dem Fahrstuhl rausgehen. Also hier ist eine Tür. Können wir nicht. Da ist eine Kiste. Endlich können wir mal eine Kiste öffnen. Ah, und wieder eins raus. Ich entschuldige mich für das Hupen draußen. Jetzt können wir endlich mit Dingen so ein bisschen interagieren. Das habe ich ja so ein bisschen vermisst bisher. Oh, da ist ein Knopf. Mich interessiert erstmal, ob wir ganz nach oben kommen. Kommen wir hier irgendwo hoch? Schade. Gucken wir weiter. Können wir da hin irgendwie? Warte mal. An den Knopf komme ich nicht ran. Das heißt, ich muss. Zack. Aber wie komme ich jetzt an den Knopf, ist die Frage. Oder ich komme gar nicht an den Knopf. Weiß ich nicht, ob ich hätte. Ah, so. Da werfen wir jetzt. Aha, so. Das Brett jetzt einmal um. Auch sehr. Was ist das denn für Ding? War das ein Geist? Wo sind wir Da duscht jemand, Leute. Da duscht irgendjemand. Ich will gar nicht wissen, wer da duscht. Ja, eigentlich will ich es ja schon wissen. Irgendwer ist dahinter und duscht. Da duscht niemand. Da ist niemand. Hä? Das heißt, die Dusche ist einfach so an? Warum?
Erklärt mir den Sinn. Okay, hier komme ich auch nicht hoch. Also, ich muss hier irgendwie jetzt probieren, mal hochzukommen. Ah, es ist so dunkel. Ich sehe einfach nichts, gar nichts. Was macht denn der Fernseher da oben? Vor allem, wer sollte da ans Klopapier rankommen? Uff. Vor allem, ist das ein Bett? Was ist das für ein stranger Raum? Ohne Witz, überleg mal, da ist eine Dusche, die Dauer an ist. Ein Klo direkt daneben. Stimmt, hier hätten wir gucken können, ob wir dran ziehen können. Dann hast du direkt ein Bett daneben und Essen und, oh Gott, also das ist mal eine ganz andere neue Definition von Einzimmerwohnung, würde ich sagen, oder? Oh Gott, oh mein Gott. Strom und Wasser ist nie gut. Können wir jetzt hier Wasser erstmal abdrehen? Ich habe ja ein bisschen Angst jetzt, dass, naja, wie soll ich sagen, dass ich jetzt gleich einen Stromschlag kriege. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt nach unten dürfen, ne? Ich glaube ja nicht. Siehst du? Dann kriegen wir nämlich einen Stromschlag. Also, ist die Reihenfolge denn so richtig? Oder muss ich es anders machen? Also war das mit der Lampe richtig oder war das falsch? Das ist die Frage. Okay, vielleicht. Ich meine, hier ist ja jetzt eigentlich überall Wasser, ne? Ach so, vielleicht machen wir jetzt einfach den Strom nochmal aus. Und jetzt zum Klo. Wir wissen ja jetzt, wo alles steht. So herum. Uiuiui. Ah, jetzt müssen wir schon wieder so ein kleines Wesen verfolgen und müssen auf den Dampf wahrscheinlich aufpassen. Okay, wir haben was haben wir bekommen? Ein Schuh? Müssen wir den zurückbringen? Ich probiere es einfach mal. Oder muss ich den mitnehmen? Ins Klo werfen? Geht auch nicht. Nehmen wir ihn jetzt einfach mal mit. Oder können wir... Naja, drüberlegen geht auch nicht. Hast du gesehen, ne? Aber was wollen wir damit? Was wollen wir damit? Als würde jemand atmen. Ah, scheiß Dampfmann! Der Dampfmann. Auf ein neues. Ah, der Dampf kommt zweimal raus. Gut, ja, jetzt habe ich gesehen, was das Problem ist. Also, wir laufen bis hierhin. Da haben wir ja länger Zeit. Wenn er weg ist, zack.
So, das war nämlich mein Problem. Aber, aber was mache ich jetzt damit? Oder doch raus? Was mache ich mit diesem Schuh? Oder ich lege ihn hier hin. Aber ich kann ihn ansonsten auch nirgendwo ablegen, ne? Ich kann ihn gegen den Schalter werfen. Ja, auf die Idee musst du natürlich auch erstmal kommen. Uff. So, raus aus dem Ekelraum. Jetzt sind wir hier unten. Guck mal, das Wasser ist schon bis hier vorgelaufen. Ekelig. Da ist ein Riss. Da können wir durch. Da können wir durch. Schau einer, guck. Ich bin ja gespannt, ob wir am Ende wirklich alle gefunden haben. Vier von 18. Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir haben bestimmt auf dem Weg welche übersehen. Kann ich den Schuh noch mal mitnehmen? Da den Knopf ranwerfen? Wir haben ja, warte mal. Können wir den Schuh? Komm, wir gehen doch mal gucken, ob wir den Schuh tatsächlich mitnehmen können. Weil dann können wir ihn ja bei diesen ganzen Knöpfen, wo wir jetzt nicht rankamen, vielleicht dagegen werfen. Wo ist der Schuh? Ich brauche Schuh. Ja, die ultimative Waffe, der Schuh. Mit einem Herrenschuh durch das Labyrinth. Siehste, ich sage doch, Schuhe sind manchmal etwas sehr, sehr Sinnvolles und Nützliches. Und jetzt werfen wir es hier dagegen. Okay, dagegen können wir es nicht werfen. Aber vielleicht bei dem anderen Schalter. Okay, hier steht was davor. Hier ist noch ein Schalter. Yes! Ich nehme ihn mit. Kann ich ihn mitnehmen? Ah, oh, schade, ist vorbei. Können wir nicht mitnehmen. Nächster Raum. Wir begegnen bestimmt gleich wieder dem Alten. Wow, da ist auch wieder so ein seltsames Auge an der Tür. Okay, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie hochkommen. Nö. Ah, ja, gut. Dann versuchen wir das Brett jetzt hier erstmal rumzuwerfen. Laufen da hoch und hängen uns wahrscheinlich hier jetzt an dieses Ding ran. Und haben nur begrenzt Zeit. Boah, da müssen wir aber richtig rennen. Können wir was ranhängen? Schneller, schneller, schneller. Los, Mädchen, renn, 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 renn. Roll dich rein, roll dich rein. Wow, sehr elegant. Reingerollt. Das blaue Licht. Oh, was ist denn das? Streichholz. Haben wir jetzt auch wieder nur begrenzt Zeit? Ah. Wir müssen Lampen anmachen. Und, ah, ja. Ich würde sagen, von Lampe zu Lampe. Oh, das wird jetzt so ein bisschen laufintensiv, glaube ich. Mein Nachbar singt schon wieder, oder? Entschuldigung dafür. So. Hier noch irgendwo eine Lampe. Geschafft. So, dann holen wir uns noch ein Streichholz. Aber was ist das für ein seltsames Lager? Das ist riesig. Guck mal, wie riesig das ist. Das ist richtig groß. Ohne Witz, ne? Sehr seltsam. Noch ein Streichholz. Aber warum sind wir so klein? Oder sind es Riesenstreichhölzer?
brennt. So, schnell. Hier geht's nicht weiter. Ach doof, das war's schon? Nur drei? Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter, ist die Frage. Gut, also gucken wir mal. Ich glaube, warte mal, so rum. Ist das gruselig. Okay, da ist eine Sackgasse. Es hätte ja sein können, dass irgendwo ein Geheimgang kommt, ne? Noch nicht mal das Kleine können wir aufmachen. Also da ist ein Schalter. Oder ein Hebel. Gut. Nehmen wir die leider doch mal. Also hatte das jetzt gar keinen tieferen Sinn mit... tieferen Sinn, dass wir die Lampen angemacht haben? Ach, ärgerlich. Ich hätte gedacht, naja, egal. Und hier würden wir runterkommen. Oh, warte mal. Ah!